Ist ja schön aufgereiht hier. Ja, da hab ich aufgeräumt. Ja, praktisch. Ja, ne? Herein. Ach so, ach ja, ach ja. Ich muss das ja auspacken. Ich denke, also warum lädt die Pistole nicht nach? Ich muss ja die Muni erst auspacken. Hier ist alles echt realistisch, was dazu eingeht. Weintreublies. Oh. Ich komme sofort zu dir. Ja, bitte, bitte. Ich habe einen Moment gebraucht wegen spontaner Urlaubsbesprechung nächstes Jahr. Achso, ich dachte wegen Abwischen. Nee, nee, weil wir im Februar eventuell noch spontan nach Chile fliegen sollen. Oh, schick. Kann man machen. Familienbesuch. Ja. Hast du jetzt hier irgendwo noch Ding? Ah, hast du vorgelegt. Okay, ja, herzlichen genau. Dank. Ja, die wollte ich noch aufräumen, bevor die im Busch verschwinden. So. Hallo Martin. Wir sind, nee, hallo Handelsposten. Das ist Martin, so rum. Hier gibt's alles. Vom Friseur über Arzt bis hin zum Schönheitschirurgen. Okay. Und es gibt auch normalen Händler. Und es gibt einen Autohändler, das hier ist der Waffenhändler direkt. Und da werde ich jetzt erstmal die ganzen teuren Sachen los und setze die in Geld um. Also das war der Waffenhändler. Genau, wir laufen einfach mal entspannt. Ne, da ging es zum Waffenhändler, wo ich gerade drin war. Wie sieht meine Hose so verschubbelt aus? Die hat 99 Haltbarkeit. Guck's mir auf den Arsch. Zu unserer Linken ist der Autohändler und zur Rechten der Allgemeinhändler, der jeden Scheiß verkauft. So, alles, was nicht militärisch ist, kriegst du da rechts. Ich will die ganze Zeit B drücken zum Zeigen, aber es ist nicht RP. Links kriegst du alles für Auto, da können wir also uns Reparatursachen, Autobatterien kaufen. Ah, da ist auch ein großes Auto oben aufgemalt. Okay. Ja, das verstehe ich. Das ist ja blöde. Stimmt, ich hab's vergessen. Da kannst du machen Brumm-Brumm-Sachen holen. Ein Car-Repair-Kit ist so billig und du findest es fast nie. Es kostet einfach nur 2250. Geil. Ich kaufe 3 Stück. So. 1, 2. Und zum Verkaufen kriegst du einfach nur noch 200 für. Das ist ein Beschiss, ist das. Das ist echt Beschiss. So. Und Autobatterien. Kaufe ich auch 2. Die kosten 1800. Boah, das ist so ein Segen, seit es den Händler gibt, echt. Ja, es ist... War so ein Krampf früher.
Rums, ey. 35 Kilo im Rucksack. Guck mal, Martin, guck mal, mein Charakter steht sogar schief gerade, weil ich so schwer trag. Oh. Ja, ja. So, jetzt haben wir noch 3400. Manni, willst du vielleicht noch eine lokulische Leckerei? Eine was? Zu essen. Was zu essen? Was Süßes ja. oder so. Komm, wir holen dir noch was Süßes. Hol mal Manni noch was Süßes. Luki Luki Leckerei. Das bringt ja gar kein Geld, wenn ich das verkaufe hier. Das auch nicht. Ja, Achtung, du musst es immer beim richtigen Händler verkaufen, die Sachen. Je nachdem, was du verkaufen willst, brauchst du einen passenden Händler dafür. Okay, der zahlt nichts für Metallschrott. Ja gut, Metallschrott, ja, gut, Metallschrott ist... Aber der klingt auch nicht. Ja, weil Metallschrott brauchen wir zum Hütte bauen. Ja. Zu Hause lassen können. Ein Skal wieder mitnehmen. Stell dir den Schnitt mal um. Guck mal, was willst du denn zu essen? Was Süßes, was Salziges, Martin? Wie wär's mit einem Schokoriegel? Oh ja! Ja, willst du einen Schokoriegel? Oh, bring mir auch einen mit. Kinder. Der kostet 225, ey. Also, ich rechne das mal um für die Realität. Für 10 Schokoriegel kriegst du eine Autobatterie. Ja komm, dann hol ich uns 3 Chocolate Bars hier. Alter, was war das denn gerade? Guck mal, die liegen dir hier auf dem Tisch. Boah, es wird langsam dunkel. Den hebe ich mir auch für später, wo habe ich den jetzt hingepackt? Ah, da ist er. Thermometer, Mundharmonika, so ein Scheißdreck. Und da gibt's Geschenkpapier, wir können uns einen Weihnachtsbaum hinstellen irgendwann. Da gibt's auch Banjo, eine Gitarre, können wir vor dem Weihnachtsbaum, können wir im Winter schön Weihnachtslieder spielen. Diese Liebe zum Detail. Da bringt ja nur 10 Cent, wenn ich den Verkauf. Was? Schokoriegel. Arschloch. soll ich vielleicht mal noch 2 Nähsets kaufen? Weil die kosten nur 900. Die kriegt man aber eigentlich recht gut selbst gemacht. Musst nur einen Faden finden. Ja, das ist aber das Problem, den Faden. Ich hab's jetzt gekauft. Wir haben jetzt noch 1000 Bar fertig. So, jetzt können wir erstmal schaffe Häusle bauen. Ja, auch von mir Grüße an die Gemahlin. Oh, ich hab Hunger. Zum Glück habe ich einen Schokoriegel. Ich esse meinen. Kohlig darf ich ja nicht wegschlusten. Da ist so! Hör auf, mit dem Messer auf die Tür einzuhauen! Oh, Kinder. Beim nächsten Mal nimmst du den mit, wenn du was machst. Das ist wie so ein Praktikant. Das nächste Mal geht er mit dir mit an die Anlage. Nee. Ihr habt das gemeinsame Sorgerecht, ihr seid beide für mich verantwortlich. Ja, und wir beide wollen es nicht mehr. Läuft an mir vorbei mit gehobenen Fäusten, motzig zum Auto. Drück V. Steht einfach hinten im Auto so die Hände hoch, wie so ein motziges Kind. Ja. Wir holen dir jetzt einen Traktor. Oh ja. Holen wir dir einen kleinen Brumm, holen wir dir. Du dummes kleines Kind, du. Ich habe die Nacht übrigens auf die hellste Variante, weil ich nicht weiß, wie eure Bildschirmeinstellungen sehr sind. Gut. Das ist nicht normal. Es gibt noch eine richtige Dark Knight seit einiger Zeit. Die ist dann wirklich brutal dunkel. So Dark Knight. Richtig. Ja. Und das ist jetzt die hellste Variante. Wenn es uns zu hell ist, können wir immer noch dunkler. Aber ich dachte, bevor einer hier nichts sieht wegen seiner Bildschirmeinstellung, mache ich es lieber mal auf die hellste Variante. Das aber ist gut, ich gleiche das aus, weil ich bin nicht die hellste Variante. Das ist aufgefallen. Tatsächlich ist das aufgefallen. Das tut mir leid, wenn ich jetzt rassistisch bin. Aber ich habe die ganze Szenario weg, so als würde ich gerade irgendwo in den Dombreppen schlecht bezahlten Arbeiter aufs Feld. Dunkelhäutiger, der jetzt auf dem Pickup sitzt, der vor sich hin röchelt. Es ist scheiße heiß und er hat nicht passende Kleidung an.
Genau so war das, als wir auf der Dampfrennbahn waren. Das war genau so. Oh mein Gott. Alltagsrassismus-Kick. Das war echt schlimm. Links. Und dann sag ich, ja, nee, könnt ihr was, hier hast du Schokoriegel und Trinkgeld. Kein Grund, jetzt wüst zu werden. Das ganze Auto ist leer. Nichts drin in dem Auto. Der ist auch Absicht, nur der Benzinkanister ist drin. Da links unten ist übrigens ein Militärbunker und Hafen. Ja, ja. Hübsch. Butschu, Schiff, Schiff, brumm, brumm. Aber nicht hingehen, lalülala, Verhaftung. Zap, zap, ab. Peng, peng, tot. Weg, flieg, flieg. Also, aber nicht im schönen Modus. Also, egal, erklär du das dem Jungen. Puff, puff, peng, peng, schlecht. Ganz großes Aua, wie zu viel gegessen. Aber für immer. Oh, für immer viel essen. Kenne ich nicht von früher. Früher nie was zu essen gehabt. Ja, aber immer nicht, Hunger. Aber auch nicht tot, tot. So. Fahren wir mal aufs Firmengelände. Das ist hier, ist hier mein. Ist legal, ist meine alte Firma. Ich hab hier noch einen Mitarbeiterausweis. Jetzt klauen wir uns den Traktor. Ich meine, jetzt requirieren wir den Traktor. Guck mal, der neue Traktor! So, jetzt lege ich dir mal hier ein Repair-Kit in den Kofferraum. Sprit ist schon drin und eine Autobatterie lege ich dir auch rein. Du kannst den doch nicht fahren! Ja, jetzt. Und schmollt, ey. Ich repariere den hier auch fertig. Brumm, brumm, kaputt. Ja, ich lasse alles im Kofferraum. Zwei Repair-Kits, Autobatterie und Benzin. Repair-Kit? Repair-Kit? Battery. Könnt ihr noch ein bisschen Metallschrott mitbringen? Ja, hab ich vor. Wir machen den Träger voll, wenn's geht. Sehr gut. Jetzt einfach F gedrückt halten, dann hast du die ganzen Optionen mit Batterie laden und so weiter und so weiter. Ich gehe derzeit mir hier schon mal ein bisschen umschauen. Achso, und dann klebt man die halt einfach mal oben ans Fenster dran, wenn man die laden will. Find ich gut. Du bist dumm, für dich ist das alles plausibel. Bleib in deiner Rolle. Ladescheibe. Keine... So. Stell keine Fragen, die zu kompetent für dich sind. Ah. Ist toll, so fühlt sich der Atmer bei jedem Spiel. Ist schon klasse. Außer er hat getrunken. Dann hinterfragt das einfach bis ins allerletzte Detail. Ja, natürlich, was für ein Designfehler. Erstmal Kommentar schreiben. Übelst schlechtes Design. Man lädt das Auto quasi durch die Scheibe. Haha. Müsst ihr wissen, Alter. Genau. Oh, das passt. Eine Limo. Ich hab gerade Durst. Kohli, ist das erste Haus schon fertig? Nein. Erstes meins. Nein. Natürlich. Ich baue das Haus. Ja und? Mit welchen Materialien? Wer hat euch abgeholt? Wer hat das Auto gefahren? Wer ist gerade einkaufen? Wer hat alle blöden Bäume hier umgefällt? So. Ja, Trottel. Doch ist der Traktor nicht da. Ja gut, dann baue ich halt gar nichts mehr. Ja, dann behalte ich die Tüte Zuckermais. Ja, behalte sie doch, Zuckermais. Ich habe gleich ein Dach beim Kopf. Nächstes Jahr. Zuckermais ist ein unglaublich süßer Spitzname für den. Okay. Ich nenne ihn jetzt nur noch Zuckermais. Ne, mein Zuckermais. Ja, verpiss dich.
Das ist bescheuert. Ich will gar nicht mal wissen, was der macht. Ich will eigentlich gar nicht wissen. Ich frag nicht. Ich frag auch nicht. Aber jetzt kann es auch sein, dass er den ganzen Spaß alleine hat, weil wir nicht gefragt haben. Martin, was ist? Na, ist alles gut. Oh, Kleber. Oh, kann man nicht stacken. Oh, ein Schloss. Oh, eine Gardaka-Melone. Was? Eine Gandalupe-Melone. Gardaka. Gardaka, Gardaka, Rumba. Dieses Brot ist leicht verdorben. Wir brauchen nicht so viel Baseballmützen, oder? Ein Stift. Cody, du hast ihn aus erster Ehe mitgebracht. Ich bin einfach am Limit mit dem Jungen. Aber ich habe eine Tüte Zucker gefunden, die gebe ich dem gleich. Ja, kipp dem Affen Zucker. Genau. Dann guck ich zu, wie du dem Sonnenuntergang entgegen von der Klippe hüpfst. Jimmy! Clippy! Oh, Baseballcap. Ich lasse jetzt liegen. Ach. Was hat dich zu diesem gewagten Schritt bewegt? Die nächste Baseballcap. Oh, Pyjama. Die nächste Baseballcap hat dich dazu bewegt. Warum Brustbolzen? Oh, wo packen wir den hin? Prosciutto-Bolzen. Ich stecke ihn mir in die Jeans. Aua. 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 Ne, wieso? Oh, ich hab hier so ein... Guck mal, was ich Hübsches anhab. Martin, ich hab grad was für dich gefunden. Zieh mal das bitte an. Meinst du, das passt zu meinem Kopfschmuck? Ja. Was macht ihr schon wieder? Ich hab so eine Irrenweste gefunden aus dem Krankenhaus. Geil. Schön, ganz der Papa. Meinst du nicht, es wird ein bisschen warm irgendwann? Nee, ist genau richtig. Ich glaube, es ist genau richtig, Martin. Bleib so, für immer. Wenn du das Gefühl hast, es zieht sich fest, lass es. Lass es tun. So, ich würde sagen, ich habe jetzt einen Rucksack. Scheiße, jetzt habe ich noch eine Karen Hunter gefunden. Ah. Und noch eine abgesägte Schrotflinte. Gut, die müssen wir mitnehmen, die bringt Kohle. So viele schöne Sachen. Bringe ich alle dem Kohli mit. Kann er was draus bauen. So, also ich habe jetzt einen Rucksack voll. Das sollte jetzt mal reichen. Dann fahren wir lieber zurück und helfen beim Bauen, dass wir über Nacht fertig werden. Mann! Ich war jetzt Drecker. Ich habe übrigens kein zusätzliches Repair-Kit mehr, weil ich meinen Wagen auch repariert habe, Kohli. Also das... Mal gucken, wer noch wie ankommt, ja. Ich bleib mal mit Abstand hinter ihm. Wir müssen raus, dann rechts, dann links und dann was eigentlich. Ich höre komische Geräusche. Achso, ja, ist der Kürbis wieder. Der Kürbis. Er verliert ein bisschen an Schrecken, wenn wir alle zusammen sind die ganze Zeit, kriegen wir den alle immer parallel ab. Dann verliert er ein bisschen an Schrecken, weil es alle 3 Sekunden ist. Drecker, ich bin so geil. Jetzt zieh durch! Es gibt ja auch irgend so ein Haunted Powerhouse, aber ich weiß nicht, wo das ist. Das soll ja auch irgendwas jetzt cool sein mit Katakomben und so, aber... Martin? Ich hatte schon wieder vergessen, ob es rechts oder links war. Rechts. Ja. Rechts, links, rechts. Genau so war das. Überhol du mal wieder, ich bleib lieber hinter dir. Alter, wie der wegsmoked. Da kommt richtig Dampf raus oben, ey. Ist der mit Kohle noch geheizt? Nee, ich sorge selbst für die Abgase. Ich bin stolz auf meinen Jungen. Kann man hier hupen? Nein. In diesem Moment bin ich dafür dankbar.
Machst du denn? Links abbiegen. Ja, ist so gut. Sehr gut, gut aufgepasst. Warte, 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 testen. Oh, ist das geil. Ach, wie schön der Sonnenuntergang ist. Ja, ich sag's ja. Nicht hingucken, Martin, du konzentrierst dich auf die Straße. Boah, direkt ein Traktor ist halt mega geil. Ja. Bei dem passt dermaßen viel in den After. Man soll den Traktor nicht vor dem Fahrer loben oder so. Würde mir nicht einstellen. Man weiß das, bevor man den Fahrer gelobt hat oder wenn der Fahrer neben dran steht. Ja, jetzt habe ich hier Fragen aufgeworfen. Ne? Ach ja. Noch ein bisschen weiter raus die Straße, noch ein bisschen kleiner, dann ist es wie im Harz. So hatten wir keinen Traktor. Fehler im Nachhinein. Fehler. Hätten wir das Holz auch mit dem Traktor in die Bude holen. Das fand ich so schön. Aranzo hat mir gesagt, in Chile haben sie meistens größere Öfen, die das ganze Haus heizen. Die funktionieren mit Holz. Da war ich ja direkt wieder von Romantik ergriffen. Der Traktor ist echt lahm wie Scheiße. Was fährst du so spitze, Manni? Gerade 46. Okay, also den Drop in Z3 holen wir nicht. Oder ist einer Z1 runtergegangen? Den haben wir leider nicht mitgekriegt. Der wäre machbar gewesen. War das über Mändler waren. Naja. Winni, 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 winni. Hi. Hi. Also ich war 96 gerade. Jetzt hat es so einen Hauptlandwirtschaftssimulator. Ey, die Straße wieder dahin wegpäst. Die Straße ist echt ewig lang. Aber Vorsicht, da wo ich langsamer werde, kommt eine Kurve. Ja, ich hab das eben mal ausprobiert, wenn ich mit meinem Trecker hier bleifuß in die Kurve fahre. Dann fährst du ganz normal. Dann fahr ich halt in die Kurve. So, fertig. Da kommt ein Auto angeblasen. Aber, die erste Hütte, wie schön. Ah, hör ich doch was tuckern am Horizont. Warte mal, da kann ich da direkt mit Fallschrott rein. Zack! Zuckerzombie. Zuckerzombie. Kein Trucker, sondern ein Tacker. Ja. Kohli, dein Schokoriegel tue ich dir in die Essensruhe. Danke. Mit dem anderen Zeug. Martins, gibt's ja nicht, dass ich das noch erleben darf. Krumpf, weil jemand aussteigt, ist halt so geil. Schump. Hallo Papi, ich bin wieder da. Guck mal, was ich gefunden habe. Da hat sich ja gar nichts verändert. Nägel habe ich mal mitgebracht. Fahrzeuge, Handbremse. Radio ist J, Lichter ist X, Hupe ist H. Verdammt, ich hätte sie sagen dürfen. Bis später, Jungs.
Viel Spaß, Kollege Jürgen. Ich lasse dir hier. Martin, Aufgabe. Ja. Trecker nehmen, in Wald fahren, Bäume fällen. Baumstämme in Trecker wieder herkommen. Truhe fertig bauen. Trecker in Truhe entleeren. Dann mit Trecker in Wald fahren. Okay. Bitteschön. Ich, Hendrik. Ihr Waldtrecker-Menschen. Ich frage mich, warum ich eigentlich das Bürogebäude untersuche, wo wahrscheinlich das am unwahrscheinlichsten drin ist, was wir brauchen. Ja. Während außenrum Haufen Metallstapel sind. So, nein, da ist das nicht. Da finde ich kein Metall. Und Schokoriegel. Er hätte die Kette $200 ausgeben müssen. Toll. Trecker ist ja schon voll mit Holz. Du kannst mit Steuerung das drehen, ne? Dann kannst du auch hochkant noch was reinmachen. Steuerung und Mausrad. Ach, Steuerung und Mausrad. Muss ich auch dazu sagen. Hat er nicht dazu gesagt. Stimmt. Hab ich doch gerade. Aber erst danach, was jetzt natürlich zu unnötigen Verzögerungen im Betriebsablauf geführt hat. Korrekt. Dann muss ich dem Trottel mal zustimmen. Tut mir leid, mal den RP. Bleib im Charakter. Du kleiner Trottel, bleib im Charakter. Oh, da kommt Martin angetuckert. Ihr weiß ja auch nicht. Nee, aber Cody ist doch gerade so euphorisch am Bauen und Martin so euphorisch am Trecker fahren. Und du bist so euphorisch am Dichter verdrücken. Weißt du, ich hab schon WW im linken Finger, weil ich gesagt habe, WASD durch den kacken Wald lenken muss. Da fahr du doch raus. Gott sagen, ist wieder wie bei 7 Days, wir sind zu Hause und bauen und er ist auf Flutour. Ich konnte nicht mal einen Zombie erschießen. Er hat die ganze Zeit keinen Schuss abgegeben. Es hat er selbst die Tanke mal her. Ich hab keiner schießen können. Jetzt liegt er da und ruht sich aus. Aber der Beat ist schmissig. Pass auf, dass du dich nicht verkühlst, Junge. Kann man hier doch schon mal aus der Truhe rausnehmen, weil es wird eh verkauft. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Weil was verkauft wird, packe ich einfach von unten nach oben ins Auto. So sehe ich, umso voller das Auto ist, ob es sich lohnt oder nicht zu verkaufen. Egal. Ich habe noch einen Schleifstein gefunden mit 93er Haltbarkeit. Ganz schön. Vor allem habe ich noch Aspirin gefunden, was auch nicht schlecht ist. Das klingt sogar wirklich irgendwie wie Martin, das ist das Erschreckendste. Das klingt wirklich wie Martin, der versucht, eine hohe Stimme zu imitieren. Das gruselt mich. Das ist so toll, dass es sich danach wieder hinlegt. Oh, hau er. Was ist denn los mit diesem Kerl? Da hat gerade nichts mehr zu tun. Der will jetzt irgendwo einziehen. Du wirst wahrscheinlich noch sehr viel mehr Holz brauchen, ne? Ja. Hilf mir einfach Baumstämme tragen. Warum legst du Autos, Baumstämme auf dein Auto? Oho. Ich motiviere euch, Boys. Oh, geiler Schrott-BH. Mm. Ja, ne? Es ist auch Supporter, da kriegst du den. Da hat sich ein Scam draufstehen. Gibt's für Männer so ein T-Shirt und für Frauen.
You came to the wrong place. I'm your host, John Dick, and I'm here to tell you that things are about to get downright brutal. Once you're ready, be sure to sign up for one of our mini challenge yourself against other prisoners. Team up and overcome for blood and glory. Let's play some tunes, shall we? Ist das hier Kunst oder was? Und hier haben wir schön im Kreis gelegt. Also, finde ich gut. Ich gehe Holz holen. Zweites Haus steht. Der macht schon wieder moderne Kunst hier. Wenn du beim nächsten Mal ganz an die Baustelle ranfährst, können wir die halt alle direkt da vorne rausziehen. Das wäre nice. Wenn du zwischen dem Feuer und der einen Hütte durchfährst. Ja. Beim nächsten Mal. Ja. Ist eh mal Zeit für Feierabend. Ist ja schon 20 vor 12. Ach du Scheiße. Bei mir nicht, bei mir ist schon Viertel vorher. Ja, aber das letzte Haus steht ja noch gar nicht. Kannst ja nicht einfach aufhören. Doch. Das bauen wir jetzt noch, das geht schnell. Das ist mal kurz gehackt. Richtig. Und du kannst halt wirklich nicht gehen, weil du, glaube ich, der Einzige bist, der das machen kann. Nö. Sind auch nicht, aber du bleibst. Erstmal meinen Rucksack rausnehmen und meine Waffen, falls die Frau explodiert. Wieso machst du das? Verpiss dich! Der Arschloch! Weil man es geschoben will, hängt es noch mehr fest. Du hast jetzt fast den Rang runter gefallen, weil du gehupt hast. Richtig, weil ich beim Hand zurücknehmen knapp wie SD verpasst hatte. Scheiße, Mann. Lässt sich jetzt gerade nicht mal mehr schieben. Recht. Ja, müssen wir bitte mit dem Drecker schubsen. Ich probier's jetzt nochmal, ob ich nochmal Gas geben kann, aber ich glaube, das jetzt komplett auf. Was er da bei den Versuchen die ganze Zeit abjuckelt, ist mir gerade ein Schmüh zu realistisch. Jedes Mal, wenn er abjuckelt, hüpft er in die richtige Richtung. Ich krieg ihn jetzt geschoben. Scheiße! Ich glaube, er kann es noch schlimmer machen. Nee, ich hab Schieb gedrückt und er hat ein Seitwärtssalto gemacht. Jetzt ist er wieder frei. Er hat doch keinen Schaden genommen. Gut. Er ist einfach über sich selber. Er ist nicht gerollt, er ist geflogen. Alter, Pickup, bester Mann. Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr ein Holzbretter zerteilen? Keine Axt mehr? Ja, eigentlich schon, aber auch eigentlich nicht. Das klingt spannend, erzähl mir mehr. Jetzt habe ich meine Axt vergessen. Verloren. Hast du vielleicht im Wald gelassen? Ja,
Nicht weg! Jetzt fährt der weg! Ich lauf das doch nicht! Ja, aber doch mit den Bäumen nicht weg, nimm doch das andere Auto! Nee, da lade ich doch gerade die Bäume aus! Guck mal hier Mann. Unter, nicht Kohle, hier! Ja. Es ja, wäre so einfach, wenn es nicht so schwer wäre. Ja, Kinder. Ich hab mich jetzt hingedreht. Ich wollte bei auch komplett Nachdruck verleihen. Wenn jemand Rucksack mein Köcher wieder auszieht, ich bin ja jetzt wieder gelöst. Einfach der Balken vor der einen Haustür hinten liegt und der Martin eben festgestellt hat, dass er keine Axt mehr hat. Ist so Handwerker kommen, ey, der stellt die Tür hin, fasst an die Tasche und denkt sich, nee, und geht wieder. Ja, sie. Oh, Resignation, Alter. Ich hab mir gedacht, komm doch mal die Stimme ab, die du hier einfach auf die Straße geschmissen hast. Ja, war ja genau für die Gelegenheit, dass irgendein Foto zweimal fährt. Die letzte Hütte ist dann meine, oder was, die da hinten? Das ist mir Wumpe. Ja, komm, dann machen wir das so. Dann ist die in der Mitte hinten, die der Frau. Ja, das ist gut, dann kriegst du abwechselnd Besuch von links und rechts. Ja, oder er schießt beide anderen und hat dann zwei Vorräume. Wegen Feminismus. Erschossen bei Feminismus. Hallo Martin. Hallo. Ich bin hier zu helf. Also ich helf. Das war ein großer Baum. Jetzt finde ich die Baumstämme hinter mir nicht mehr in der Liste, weil da so viele von dir liegen. Guck mal, ich schubse sie dir zu. Wie cool, ich schieb die dir rüber oder schiebst du rein? Zack. Zack, zack, zack. Oh, wir haben schon voll. Nee, da geht noch was. Ich wollte gerade schon sagen, sieht hinter uns aus. Den nehme ich so mit. Selbst ist die Frau. Sehr gut. Einer liegt hier noch. Ich kann ja nicht alles sagen. Koli, wo bist du denn? Ich suche Holz. Hä? Also Holz, kleine Holzscheite fürs Feuer. Ich hab noch zwei einstecken. Ich dachte, hier liegen vielleicht noch welche, aber die sind, glaube ich, despawned schon. Ja, du kannst doch auch hinten die Stecke verheizen. Dieses Radio, ist so geil. Das macht mich echt fertig. Das ist einfach, das swiped einfach anders. Weißt du, da bist du gefangen auf so einer Todeskolonie. Da hast du mal da beschlossen, da raus wird einfach ein Urlaubstrip und du baust dir ein Häuschen am Strand und du hörst so Jamaika-Chill-Musik. Das ist völlig bekloppt. Du kannst nicht das Holz wegnehmen, was ich gerade hacke. Doch, ging. So, Metallteile. Ja,
2. Verstehe ich nicht. Was denn? Ich kann das nicht mal schüren. Ich kann es nur instand halten, aber da passiert nichts. Ja, das mit dem Schüren ging letztens bei mir auch einmal. Jetzt will nicht. Wir hatten jetzt den Holzbalken in die Blaupause gelegt. So. Tür. Ich konnte das eben auch nicht. Es kann sein, dass wir jetzt wirklich mal eine Flagge aufstellen müssen dann. Weil ich hatte Lagerfeuer letztens bei dem Häuschen und das konnte ich schüren. Tür. Wie will? Tür. Ach so, Tür. Ja, brauchst du keine Balken, mal hin. Bretter, aber schön, wie die da steht. Ihr macht zu viele Bretter. Ich war erster. Mein Haus. Tür offen. Danke. Verpiss dich! Nee, ist dunkel hier. Ich will nicht alleine sein. Okay, ich komm mit dir rein. Ich bleib alleine. Verpiss dich. So, was brauchen wir alles für eine Flagge? Die können wir sogar noch machen. Das haben wir alles da. Guck mal, was wollten ihr? Grün, rot, hellblau, oliv oder schwarz? Schwarz. Rot. Nichts so Gold. Dunkles. Warte mal, wie ist denn. Ich muss jetzt so mittig wie möglich platzieren, weil da ist ja so ein Kreisbereich drum, der quasi unser Baubereich ist. Aufs Lagerfeuer. Ah, ne, der Kreis ist ja schon groß. Ja, ja. So? Ist hübsch. Ich hätte gerne so. Er hat sich so ruhig bis weiter vorne, aber ich glaube, hinter der Hütte werden wir nicht mehr viel bauen. Ja. Ich sehe nicht, wo der Kreis endet, das ist der Punkt. Also hinter dir endet er jetzt an der Kurve. Ja. Das ist schon sehr weit. Reicht doch, oder? Ja. So. Werkzeug ist drin. Ja, ich hab grad Stoff. Noch ein Metall. Und noch zwei Bolzen oder Nägel. Ja. Allein bis ich diese Flagge gebaut hatte im Singleplayer, ey. Noch ein Metallschrott. Zwei ja, Bolzen oder Nägel. Ich muss öfter laufen, weil ich ja gerade keinen Rucksack auf hab. Ach so. Was brauchst du noch? Drei Metall, Bolzen, Nägel. Aber ich fahr jetzt mal den Jeep da weg. Oder willst du das gerade machen? Nee, ich kann nicht. Ja, nee, auf der Seite ist der Einstieg durch die Treppe blockiert. So. Du musst auf der anderen Seite rein und mit den F-Tasten kannst ja, okay. du... Ja, okay. Also, ich dachte, ich darf nicht, weil es irgendwie dein Auto ist. Oder nee, so. Nee, mach ruhig. Ich habe nur gerade meinen Rucksack rausgeholt. Kannst hübsch. Du ruhig rauspacken. Okay. Schön. Wo vorne, die Dinger sind jetzt ausgegangen. Kann man die jetzt schüren? Ja, jetzt kann ich die auch schüren hier vorne. Und das hier theoretisch auch, es ist nur bei 100%. Ja, es geht jetzt. Ach so, Verbrennungsstufe 0 von 10 heißt dann, dass es voll ist, oder genau, was? Genau. Bei 10 von 10 ist es komplett, das ist quasi von 0 von 10 ist verbrannt. So. Ich hab's andersrum gedeutet. Okay, dann konnte ich es nicht auffüllen, weil es einfach voll war. Der Rückwärtsgang von dem Auto ist eine Katastrophe. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich dich ja gerne fahren lassen. Der Rückwärtsgang ist eine totale Katastrophe. So, also. Nicht den Berg runter, bitte. In meiner Wohnung brauche ich auf jeden Fall ja mal ein Bett. So. Ja, natürlich keine Federn, ne? Federn gibt's, bei Hühnerstellchen. Ja, da waren wir schon mal bei einem Lager. Wie viele Federn braucht man dafür? Für das Bett zwei Stück nur. Ah, die kann ich dir geben. Dieser Rückwärtsgang ist ja wirklich grandios schlecht. Hatten wir gar kein Holz mehr oder ist jetzt alles weg? Nee, hier nee, sind noch Bretter. Also ja, weil da liegen da noch und Stämme sind noch im Trigger. Ich will jetzt so rumfliegen lassen. So, jetzt muss ich aber echt noch ins Bettchen. Ja. Gut das. Jetzt haben wir ja unsere Häuschen. Jetzt können wir ja mal aufhören.
Alle gehen aus meinem Bett raus, die Penner. Oh Mann. Kann ich auch ein Fundament für so ein Bett dahinsetzen? Oh ja. Muss ich auch gerade fragen. Ja. Ach, jetzt habe ich keine. Habe ich keinen Stab mitgenommen, sondern den schwulen Steinspeer, der da rumlag. Jetzt soll ich bei dem Fackel. Das war meiner. Schwulen Steinspeer der Fackel, ey. Das ist eine Zumutung. Ich will mein Haus erleuchten und mache Uga-Uga-Tänze, ey. Da hast du ihn, Toni. Er steckt hinter der Tür in der Wand. Ja, du musst nur gucken, wo die ganzen Materialien hingehen. Das ist nur Holz, sonst gar nichts. Ja, ja, der baut wieder tausend da Sachen bei sich. Da steht schon Tisch. Ich muss pinkeln. Da steht schon Schrank. Ich will raus, ich muss pinkeln. Da steht schon Leuchter. Ja, ich habe das eben schon gesehen, als ich bei ihm im Bett lag, dass er schon einen Schrank angesetzt hat. Ja, ja, es ist sehr verbrät alles hier. Vor allem der Leuchter, das ist ein Laken und ein langer Stock. Mhm, ein Leuchter. Der Leuchter kannst du die Decke hin, der geht aber gar nicht. Jetzt mal bitte hier weg, ich sitze gerade in der Ecke, Mann. Perversling. Männer, ey. Ich kann die ganze Zeit nicht aufs Klo gehen, das geht immer nicht. Das ist immer alles ausgegraut bei mir. Ja. Ich muss nicht aufs Prinzip. Klo. Was denn? Der pisst mir hier rein. Ich hol mir gleich das Tierfell und mach mir einen Teppich draus. Ich hab ihm in die Wohnung gepisst. Ich kann nicht pinkeln, ich kann auch nicht kacken, ich kann auch nicht kotzen, ich kann gar nichts. Ja. Ich könnte kotzen. Aber das mach ich jetzt mal nicht. Aber könntest du es wirklich? Schön, dass mir mit der Leiter aufs Dach kommt. So. Ich hab Durst. Das ist da unten. Ne, ist, ja, ist euch auch aufgefallen, dass der Moderator John Dick heißt? Oh, was ist das denn hier? Schönen Geruch. Das stinkt. Deine Mama. So, esse ich und trinke ich noch was und dann reicht es jetzt aber. Dann muss er jetzt langsam aufhören hier. Ich habe jetzt ein Bett, das muss ja jetzt gut sein. Ich muss jetzt auch mal ins Bett. Alter Schwede, ist ja schon nach 12. Mhm. Ach du Himmel. Kann man sich jetzt einfach hier hinlegen oder was? Oh ja, mit F kannst du dich aufs Bett legen. Und dann ausloggen und dann bleibt er hoffentlich so. Keine Ahnung. Gut. Wenn wir rausfinden. Ja. Mit allen Sachen, die ich anhab. Denk dran, alle Radios einzuräumen. Suizid begehen. Deine Radio habe ich eingepackt, ja. Kann ich wieder aufstehen. Hauptmenü. I'm out. Gut. Ausloggen in 20 Sekunden. Was denn das jetzt? Ja, weil das ist doch normal, damit Multiplayer keiner flieht von der Situation. Ach so. Diesen kleinen Timecap, dass du 20 Sekunden wartest, bis er sich ausloggt.